In der Tageslosung für heute war zu lesen: In eines Menschen Herzen sind viele Pläne, aber zustande kommt der Ratschluss des Herrn. Aus Sprüche 19, Vers 21. Und eine moderne Übersetzung drückt es so aus: Der Mensch macht viele Pläne, aber es geschieht, was Gott will. Die Sprüche sind die Weisheitsliteratur der Bibel. Sprichwörter, die tiefe Wahrheiten enthalten. Der Mensch hat viele Ideen, Gedanken, die ihn bewegen, was er tun könnte. Er überlegt, was gut ist, wie Vorhaben gelingen können und Ziele erreicht werden. Das ist unsere Realität, das gehört zu unserem Menschsein, wie das Atmen. Manche unserer Gedanken und Ideen können wir verwirklichen. Es gelingt. Wir sind erfolgreich. Anderes dagegen ist zum Scheitern verurteilt. Und dann sind da Gedanken, die uns vielleicht lange begleiten, aber keine sichtbare Ausführung finden. Andere Ideen verwerfen wir, nachdem wir reiflich überlegt haben. Der Mensch macht viele Pläne, aber zustande kommt der Ratschluss des Herrn. So heißt es im biblischen Sprichwort. Und was will Gott? Was beinhaltet? Was ist der Ratschluss Gottes? Im Neuen Testament wird von einem ganz expliziten Ratschluss oder Willen Gottes gesprochen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Gottes ausgesprochener Wille ist die Rettung des Menschen. Und dieses Thema zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel. Der Mensch braucht Rettung. Wir alle brauchen Rettung. Nicht nur Rettung vor Covid-19 oder sonstigen Erkrankungen und Gefahren. Nein, wir brauchen die Errettung, die durch die Erkenntnis und Annahme der Wahrheit kommt. Errettung vor der geistlichen Verlorenheit, der Trennung von Gott. Das ist Gottes ausgesprochener Wille. Und in Jesus reicht er uns die Hand zur Errettung. Durch ihn kann meine Trennung von Gott aufgelöst werden. Jesus bringt zusammen, was zusammengehört, Gott und Mensch. Er ist der Retter von Sünde und Schuld, von Verlorenheit und Trennung von Gott. Das brauchen wir Menschen, auch heute noch. Und da bewegt es mich immer wieder, wie in anderen Ländern und Kulturen Menschen ihre eigene Verlorenheit, ihre Sündhaftigkeit erkennen, auch heute noch, und umkehren und ihr Leben in Jesu Hand legen. Für manche ist dieser Glaube an Jesus mit hohen Kosten verbunden. In manchen muslimischen Ländern werden sie inhaftiert und müssen teilweise sogar für ihren Glauben mit dem Leben bezahlen. Auch manche der Geflüchteten, die unter uns leben, können davon erzählen, welche Nachteile und Gefahren der Glaube an Jesus in ihrem Herkunftsland mit sich bringt. Aber sie gehen ihren Weg mit Jesus in der festen Überzeugung, dass sie in ihm die Wahrheit gefunden haben, die Vergebung ihrer Sünden und dass die Trennung von Gott überwunden ist. Auch der indische Christ Sadhu Sundar Singh erlebte diese Errettung. Er wurde von seiner Familie verstoßen, enterbt, verfolgt. Es gab mehrere Mordanschläge auf ihn, aber er überlebte und war Anfang des 20. Jahrhunderts auch in Europa zeitweise ein Prediger des Evangeliums.
Er kritisierte den westlichen Materialismus und den mangelnden Glauben. Sein Entschluss damals: Ich bin entschieden, zu folgen Jesus, niemals zurück. Dieses Lied wurde in viele Sprachen übersetzt und hat unzählige Menschen auf der ganzen Welt auf ihrem Lebensweg begleitet. Darf ich Sie fragen heute Abend, ist dieser Rettungswille Gottes in Ihrem Leben schon zur Realität geworden? Haben Sie Jesus als Ihren Retter erkannt? Leben Sie mit ihm und durch ihn? Denn das ist der Wille Gottes, auch für uns heute. Bei dieser Rettung geht es nicht um das Diesseits allein. Da geht es um die Ewigkeit. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, wird das Leben nicht schauen, sondern der Zorn Gottes. Also die Trennung von Gott bleibt auf ihm. So bezeugt es der Apostel Johannes im Evangelium. Ein eindeutiges Wort. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, seine Wahrheit erkennen, sich retten lassen und von dieser Rettung anderen weitererzählen. Das wünsche ich uns allen. Amen. Ich bin entschieden, zu folgen Jesus. Ich bin entschieden, zu folgen Jesus. Ich bin entschieden, zu folgen Jesus. Niemals zurück, niemals zurück. Ob niemand mit mir geht, doch will ich folgen. Ob niemand mit mir geht, doch will ich folgen. Ob niemand mit mir geht, doch will ich folgen. Niemals zurück, niemals zurück. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Niemals zurück, niemals zurück. I have decided to follow Jesus. I have decided Jesus, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Niemals zurück, niemals zurück.